Willkommen zu Feusi Federal. Das ist der wöchentliche Tag hier direkt aus dem Bundeshaus zu Ihnen heim oder auf Toren, wo immer auch Sie sind. Mein Gast heute ist Esther Friedli, SVP-Nationalrätin aus dem Kanton St. Gallen. Und sie hat ein Wein mitgebracht. Das darf man bei mir, wenn man wirklich etwas Besonderes hat. Und es ist wirklich etwas Besonderes aus dem St. Galler Rheintal. Sag etwas dazu. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe einen Shiraz mitgenommen, Typ Amarone von Hubensack, von Altstetten. Das ist aus meiner Sicht einer der besten Rheintaler Weine. Shiraz tut man ja eigentlich nicht unbedingt mit dem St. Galler Rheintal in Verbindung bringen. Und es ist sehr ein fruchtiger Wein, relativ ein starker. Er ist natürlich sehr gut so zu Rindfleisch, zu einem üppigen Essen. Wir haben den bei uns im Haus der Freiheit auf der Karte. Und ich finde, das ist wirklich einer von meinen Lieblingsweinen. Und ich habe gedacht, das ist ein Perle aus dem St. Galler Rheintal. Den bringe ich jetzt mit auf Bern. Sehr gut. Weil er eben viel Alkohol hat, die Trauben werden ein bisschen angetrocknet, darum hat er mehr als normal, also fast schon Amarone-mässig. Und es bald Mittag ist. Darum, das ist das allererste Mal in fast 100 Sendungen, wo es auch etwas zu essen gibt. Weil ich finde, der Wein, man muss etwas dazu haben. Mindestens ein Schminefeuer, das können wir da nicht machen. Und sonst halt ein bisschen etwas zu essen. Wenn es euch auch Hunger macht, umso besser. Feine Schweizer Sachen. Schön, dass du gekommen bist und die Trauweihe mitgenommen hast. Zum Wohl. Herzlichen Dank. Wahnsinnig gut. Schwer. Und du hast es richtig gesagt, fruchtig, mit Tiefgang. Also es ist wirklich allen zu empfehlen und alle die, die das Gefühl haben, ja, Schweizer Wein oder was gibt es, St. Galler Wein, also Hubensack, Altstetten, es gibt aber auch ganz viele tolle Bernecker Wein oder Melser Wein, also ich finde, St. Gallen hat wirklich ganz viele gute Trauweien. Sie ist natürlich dort das Rheintal ein bisschen begünstigt durch Föhn und so, oder? Also schon der obere Teil, der noch Graubünden ist, aber auch unten dran. Und durch das Klima, das bringt uns ein bisschen zum ersten Thema. Das Klimaschutzgesetz tun wir abstimmen im Juni, deshalb jetzt Referendum ergriffen. Ist euch das gleich, das Klima? Oder sagen die einfach, ja, es gibt einen noch besseren Wein oder so? Nein, das Klima ist mir sehr am Herzen. Aber ich glaube, da ist jeder und jede von uns jeden Tag selber gefordert, einen Beitrag zu leisten. Ich sage immer, wir SVPler, wir sind eigentlich die wahren Grünen. Warum? Weil wir eben Sorge haben zu der Natur aus Eigenverantwortung und nicht, weil es der Staat uns muss vorschreiben muss. Und jetzt mit dem Klimaschutzgesetz oder Stromfressergesetz, da hat man ja etwas gemacht, wo ein Unding ist. Das hat in Bern das ist ein bisschen Mode im Moment. Nimmt eine Initiative und dann macht man einen indirekten Gegenvorschlag. Man tut eigentlich, ohne das Volk befragen, den schon umsetzen. Und dann tut die Initiative zurückziehen, weil sie haben eigentlich alles erreicht. Und man will jetzt mit dem Stromfressergesetz mehr oder weniger Ziel von der Gletscherinitiative umsetzen. Auf Gesetzesebene, ohne dass man das Volk dazu befragt. Das finde ich schon mal aus demokratiepolitischer Sicht nicht richtig. Aber was will das Stromfressergesetz? Es wird vor allem bedeuten, es braucht unendlich viel Mehrausgaben. Wir reden da von x 100 Milliarden Franken, die uns der Staat wird kosten. Es ist ein Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Und zum anderen wird das nur gehen über neue Verbote, über neue Gesetze, über neue Lenkungsmassnahmen. Also der Staat wird da in jeder Hinsicht ausgebaut. Aber konkret sind ja, ich sage jetzt nur, 3,2 Milliarden Franken drin, oder? Und klar, es sind auch noch Ziele drin für 2050, ein Ausstieg aus CO2 für die Industrie 90%. Ja, ich meine, über alles andere, was dann noch kommt, können wir ja dann auch noch mal abstimmen. Sind denn ihr auch gegen diese Ziele? Aber wenn man diese Ziele jetzt festschreibt, dann muss man doch den Bürgerinnen und Bürgern auch sagen, wie man das erreicht. Alles andere ist doch nicht eine ehrliche Politik. Alles andere ist den Bürgerinnen und Bürgern Sand in die Augen gestreut. Alles andere ist das, was wir jetzt sehen mit der Energiestrategie 2050. Man hat den Leuten gesagt, das kostet 40 Franken mehr pro Jahr, pro Haushalt. Und es ist genau etwas anderes eingetroffen. Sie haben viel, viel höhere Kosten. Ich bin für eine Politik, wo man den Leuten eben sagt, das wollen wir und das ist der Preis dafür und weiter das oder weiter es nicht. Und mit diesem Gesetz, da macht man ein bisschen hehre Ziele, aber man sagt den Bürgern nicht, wie man es erreichen will. Und es wird sicher weit über 300 Milliarden Franken kosten. Und irgendjemand muss das zahlen. Und das sind die Bürgerinnen und Bürger, die jeden Tag aufstehen und gehen arbeiten. Aline Trede hat an diesem Tischli gesagt, oder?
Sie kommen dann schon mit weiteren Forderungen, wenn einmal die Ziele im Gesetz verankert sind, oder? Eben, das ist die Salamitaktik. Mhm. Das ist ja die Salamitaktik, die sie anwenden, scheibchenweise den Leuten sagen, ja, das ist jetzt ein hehres Ziel. So funktioniert es nicht. Und das ist nicht unehrliche Politik. Mhm. Aber für das Ziel, für den Ausstieg, da wärst du zu haben? Oder findest du das Ziel auch falsch? Ich glaube ganz stark an die Innovationskraft der Wirtschaft, an die Innovationskraft in den neuen Technologien. Und bin eigentlich der Meinung, dass sich da aufgrund vom Markt müssten neue Technologien durchsetzen, dass der Staat jetzt da muss sagen, jetzt darf man keine Verbrennungsmotoren mehr haben, finde ich eigentlich nicht richtig. Es ist wirklich wieder, der Staat tut da eingreifen, das widerstrebt mir mit einem liberalen Gedankengut. Der neue SVP-Bundesrat und auch Klimaminister Albert Rösti hat gesagt, ja, dekarbonisieren, also aussteigen, das sei schon recht, aber zuerst müssen wir genug Energie haben. Ist das auch ein bisschen deine Haltung? Also er hat wie, mit dem hat er bereits ein bisschen das Narrativ oder die Erzählweise ein bisschen umgekehrt, oder? Weil bis jetzt hat der Bundesrat ja alles gleichzeitig machen. Also der Albert Rösti sagt jetzt da genau richtig. Zuerst müssen wir mal sicherstellen, dass wir in der Schweiz genügend Strom haben. Mhm. Und wenn man alles elektrifizieren will, den ganzen Verkehr, die ganze Industrie, man will alles, die ganze Heizung, dann braucht ja das unendlich viel Strom. Und wir reden ja in den letzten Herbst von einer Strommangellage geredet. Ich will nicht, dass wir das jeden Herbst wieder müssen reden. Darum der Albert Rösti sieht das genau richtig. Mhm. Zuerst müssen wir jetzt mal sicherstellen, dass wir in der Schweiz einen Ausbau haben von Stromproduktion. Weil das, was wir ja im Moment haben im Winter, das ist eine Importstrategie. Wir importieren Kohlestrom aus Deutschland, Atomstrom aus Frankreich. Das ist völlig unhaltbar. Mhm. Und sag mal, woher soll der Strom kommen? Also da gibt es eine riesige Debatte. Links-Grün sagt, ja, wir müssen einfach mehr ausbauen von Wind und Solar. In den Bergen, Solarkraftwerke, Wind im ganzen Land. Franziska Reiser, die sich mit dir um einen Sitz im Ständerat bewirbt zurzeit, redet von 4'500 Windkraftwerken in der ganzen Schweiz. Ja, sag du, woher soll denn die Energie kommen, wenn man damit man dekarbonisieren kann? Also ich bin da grundsätzlich technologieoffen. Und dort bin ich detailliert völlig auch die Ansicht vom neuen Bundesrat, vom Albert Rösti. Ich glaube, es braucht einen Ausbau in allen Bereichen. In der Wasserkraft. Und dort bin ich überzeugt, werden wir vor allem auch müssen Pumpspeicherkraftwerke ausbauen. Ich war gerade vor kurzem in diesem neuen Nantes-de-Drance. Bei Martin ist sehr beeindruckend. Und eigentlich ist ja das genau das, was man braucht. Das zum einen tut Wasserkraft, dass es tut was Strom produzieren. Aber es funktioniert ja wie eine Batterie. Genau. Wenn man eben dann zu viel Strom drin hat, dann tut es dann wieder das Wasser runterpumpen. Also, solche Sachen werden wir müssen haben. Ich bin auch für einen Ausbau von neuen erneuerbaren Energien. Aber in Bezug jetzt für 4'000 Windräder in der Schweiz habe ich meine grössten Bedenken. Da wäre ja mehr oder weniger das ganze Mittelland dann genau, voller, all 3 Kilometer, man kann es ausrechnen. Voller Windräder. Ich glaube auch nicht, dass die Schweiz so ein Windland ist. Das halte ich nicht so, dass das in der Nordsee die richtige Variante ist. Das ist okay, aber in der Schweiz. Und ich will, ich glaube, keiner von uns will so ein Windräder oder ein Windrad vor der Haustür haben. Da bin ich relativ skeptisch. Darum bin ich überzeugt, wir werden nicht darum herumkommen, zu diskutieren, ob es neue Kraftwerke wird brauchen. Zum einen werden wir die bestehenden müssen, so wie sie jetzt sind, weiterlaufen. Atomkraftwerk meinst du? Genau, aber ich glaube, wir werden nicht darum herumkommen, zu diskutieren, ob wir das bestehende Kernkraftverbot werden aufheben. Und wir müssen jetzt darüber diskutieren, wir müssen jetzt darum planen. Und wir können nicht erst in 20 Jahren. Was mich noch wundernimmt, welche Massnahmen kann man denn machen? Irgendwie in der FDP hört man so, zum können aussteigen aus dem CO2, muss man halt irgendwie Steuern erheben auf CO2. Das ist aber abgelehnt worden, im CO2-Gesetz. Was bleibt denn noch am Schluss? In der SP hört man jetzt wieder einfach verbieten, oder? Also Verbrennerverbot oder Elektroheizung, Ölheizungen verbieten und so. Eine Solardachpflicht, irgendwie, ja. Was gibt's denn für dich? Also ich sträube mich einfach immer, wenn der Staat Verbot gibt und wenn der Staat so einschränkt, dass er die Leute umzieht. Daran glaube ich nicht, das funktioniert nicht. Das hat in der Vergangenheit noch nie funktioniert. Wir müssen ja die Wirtschaft mit in die Pflicht nehmen damit. Und eben
Technologien wandeln sich. Es kann gut sein, dass in wenigen Jahren Wasserstoffauto relativ günstig auf dem Markt sind. Es braucht aber ja dann auch noch Wasserstofftankstellen dazu. Klar. Es braucht beides. Es kann aber gut sein, dass das in 10, 20 Jahren relativ weit verbreitet ist. Ich glaube einfach, wir müssten da viel mehr die Wirtschaft spielen und jetzt sagen, einseitig, wir wollen das oder dieses verbieten, das sehe ich nicht als richtigen Weg. Jetzt in der Frühlingssession, die nächsten Montag anfängt, geht es auch um die Kinderbetreuung. Man tut ein Gesetz, das seit 20 Jahren sogenannte Anschubfinanzierung macht, will man jetzt in ein dauerhaftes Gesetz umwandeln, wo soll der Bund soll die Kinderbetreuung mit oder ganz finanzieren. Ja, ich habe gesehen, bei den Minderheiten, das lehnt ihr auch ab. Ihr lehnt einfach immer alles ab. Wir lehnen nicht alles ab. Aber das ist gar keine Bundesaufgabe. Mhm. Ich finde, aus staatspolitischer Sicht muss sich doch der Bund auf die Aufgaben konzentrieren, die er auch laut Bundesverfassung befugt ist. Mhm. Also wo kommen wir da her, wenn jede Staatsebene plötzlich fährt, da wird ja auch noch ein bisschen zuständig sein und dort bin ich auch noch. Dann sind wir ja irgendwann, ich weiss nicht, in der Anarchie, so funktioniert es nicht. Also die familienexterne Kinderbetreuung ist Aufgabe der Kantone und der Gemeinden. Und sie sind da auch in der Pflicht. Jetzt die Anschubfinanzierung, ja, das ist etwas Unschönes. Fünfmal Anschubfinanzierung genau. machen. Das ist fünfmal ja vier Jahre, muss man sagen. Also, das ist ja keine Anschubfinanzierung mehr. Und jetzt in diesem Bereich, ich finde familienexterne Kinderbetreuung und das Kita, das ist eine gute Variante, aber es ist nicht die einzige Variante. Mhm. Sondern es gibt ganz verschiedene Varianten, wie Familien ihre Kinder betreuen wollen. Zum einen ist Mutter oder Vater zu den Kindern selber schaut. Es gibt aber auch Betreuung über Nanny. Es gibt Tageseltern, es gibt Grosseltern. Es gibt ja ganz viele Varianten. Und da will man jetzt einseitig wieder Kitas bevorzugen. Und das lehnen wir ab. Aber wir lehnen es vor allem eigentlich aus staatspolitischen Gründen ab. Es ist nicht die Bundesaufgabe. Und der Bundeshaushalt steht vor sehr, sehr grossen finanziellen Herausforderungen. Jetzt da plötzlich für etwas, wo er eigentlich gar nicht zuständig ist, Geld ausgeben, sehe ich als nicht zielführend. Also hat der Bundesrat letzte Woche gesagt. Er hat gesagt, also wenn er das beschliesst, dann werden wir aber den Kanton schauen, dass Kanton weniger Geld aus der AHV bekommen, weil wir können das Geld nicht ausgeben. Das habe ich noch sehr gefunden. Das habe ich völlig nicht erwartet, dass der Bundesrat jetzt bei dieser Frage so relativ klar auf dem besteht. Oder? Also, ja, ich glaube, der Bundesrat er muss ja auch ein bisschen der Hüter sein. Irgendjemand muss ja noch schauen, dass der Bund für das zuständig ist, was er per Verfassung ist. Also wirklich, wo führt das her, plötzlich von Kantonen an in Bundeshoheit oder Gemeinden? Unser Staat ist ein föderalistischer Staat mit ganz klaren Vorgaben. Und da wird einfach, da hat man das Gefühl, da können wir das Geld ausgeben ohne Ende. Eigentlich haben wir ja ein Fachkräftemangel in der Schweiz, oder? Und man sagt immer, um das zu beheben, müssten eigentlich die Frauen mehr arbeiten. Wir haben einen relativ hohen Teil von Frauen, die Teilzeit arbeiten. Wie kann man das denn beheben, dass mehr Frauen gehen arbeiten? Natürlich kann die Förderung von familienexterner Betreuung oder einfach die Förderung von Kinderbetreuung ist eine Variante und ist sicher wie eine Richtung. Aber es gibt ja auch viele Studien, die sagen, Frauen wollen gar nicht, wenn sie Kinder haben, mehr arbeiten. Ist so. Also es ist nicht unbedingt, und da finde ich auch wieder, ist das der Staat, wo die Frauen geht zwingen, sie müssen jetzt unbedingt mehr arbeiten. Ich würde mehr dort ansetzen bei denen, die kein Kind haben, die nicht Vollzeit arbeiten. Das fällt mir nämlich auf, dass junge Leute, wo kein Kind haben, keine Familie haben, gar nicht mehr bereit sind, 100% zu arbeiten, weil die Work-Life-Balance noch ein bisschen eingehalten werden will. Ich finde, dort müssen wir ansetzen. Wir müssten vielleicht schauen, dass wir ein Steuermodell neu machen, anders machen, dass Leute, die kein Kind haben und die könnten, 100% arbeiten, dass die auch 100% arbeiten sollten. Ist heute natürlich, heute wirst du bestraft, oder? Wenn bei einem Paar beide arbeiten, dann wirst du Progression derart bestraft. Gibt auch, meine, die Forschung von der Monika Büttler, Professorin Uni St. Gallen, ist, glaube ich, 10 Jahre her. Man weiss eigentlich, dass es sich sehr oft nicht lohnt, dass beide gehen arbeiten. Aber über das ist eben das, ich glaube, das ist eben der wunde Punkt von Links-Grün. Über das wollen sie ja nicht reden. Über ein neues Steuermodell, das irgendwie würde,
das begünstigen, dass beide dort sind wir im Moment intensiv dran und dort werden wir etwas machen müssen. Ihr lebt das selber in meinem Betrieb. Ich habe schon ein paar Mal Frauen gehabt, die gesagt haben, eigentlich würde ich lieber ein bisschen höher arbeiten, aber das lohnt sich für mich gar nicht. Zum einen, dann komme ich plötzlich keine Prämienverbilligung rüber. Also das ist auch ein Punkt, denn weil gewisse Leute nicht mehr arbeiten. Es gibt ganz viele Aspekte oder sie kommen in eine höhere Steuerprogression und dort müssen wir doch etwas ändern. Es ist ich finde es der wunde Punkt, müssen wir vielleicht ein bisschen mehr thematisieren. Du hast jetzt von deinem Betrieb geredet, vielleicht, wenn das nicht alle wissen, du hast es zwar schon erwähnt, aber du bist Wirtin, zusammen mit dem Toni Brunner im Haus der Freiheit. Du kommst natürlich dort auch ein bisschen mit über. Habt ihr auch Fachkräftemangel? Habt ihr zu wenig Leute, die zu euch, oder suchst du ständig und findest nicht die richtigen Köche oder Servierer? Ich suche permanent Leute, aber ich glaube, das ist jede Unternehmerin, jeder Unternehmer sucht immer Arbeitskräfte. Also jetzt vor allem auf die Sommersaison hin. Ja. Wir haben super Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bis jetzt ist es uns auch immer gelungen, gute Mitarbeiter zu finden. Aber ja, also wer das schaut und gerne noch möchte, im Hinblick auf den Sommer in der Küche oder im Service im Haus der Freiheit arbeiten, bitte bei mir bewerben. Jetzt, woher kommen denn die Leute? Also, ich höre das überall bei Gewerbe, dass sie zu wenig Leute haben. Gleichzeitig haben wir eine rekordhohe Zuwanderung, die die SVP kritisiert. Irgendwie, willst denn du das nicht lösen? Die Wirtschaft sagt immer, die Zuwanderung, die löst das Fachkräfteproblem. Sie löst es überhaupt nicht. Ich habe sogar den Eindruck, sie tut das noch viel mehr begünstigen. Es gibt eigentlich ein bisschen wie eine Spirale, sage ich aber. Da kommt eine Familie aus dem Ausland, vierköpfig, und dann, die braucht ja wieder einen neuen Wohnraum. Das ist schon mal auch ein Problem von der steigenden Mieten. Dort ist links ja völlig blind. Sie schreien ja jetzt nach teuren Mieten und begrenztem Wohnraum. Aber das Teil, vor allem durch Zuwanderung, das Problem ist, das wird völlig negiert. Und zum anderen, dann braucht die Familie, dann braucht die mehr Schulraum, dann braucht sie mehr eine Lehrperson mehr, dann braucht die vielleicht, die geht die essen, die geht die konsumieren. Es braucht dann vor allem mehr. Und eigentlich haben wir den Fachkräftemangel seit der Personenfreizügigkeit. Das ist wie eine Spirale und das ist ungesund im Moment, darum die müssen wir irgendwann durchbrechen. Wie müssen wir es durchbrechen, deiner Meinung nach? Ich glaube, wir müssen noch mal hergehen und schauen, wie wir die Zuwanderung können wieder selber steuern können. Eigentlich haben wir ja immer noch den Verfassungsartikel von 2014 nicht umgesetzt. Das ist auch so etwas, die Volksinitiativen, die Volk und Stände angenommen haben und dem Parlament nicht passt, die tut man einfach nicht umsetzen. Aber andere, die das Volk gar nie darüber abgestimmt hat, die du meinst von der Gletscherinitiative andere? Es gibt ganz viel, da könnte man ganz viel. Die tut mit dem vorauseilenden Gehorsam schon umsetzen. So funktioniert doch Demokratie nicht. Entweder tut man alle gleich behandeln, das hat nämlich auch etwas mit Glaubwürdigkeit zu tun. Glaubwürdigkeit in der Politik, aber das, was man da macht, ist nicht der richtige Weg. Einfach je nach grad, was einem passt. Darum, eigentlich hat der Bundesrat die Basis, die Zuwanderung wieder selber zu steuern und das Zepter wieder selber in die Hand zu nehmen. Jetzt hast du gesagt, hat auch der Rainer Eichelberger auch schon bei mir da in der Sendung gesagt, oder dass es natürlich die Leute, die kommen, auch eine Nachfrage nachher ziehen und darum ist es keine Lösung. Aber die Wirtschaft sagt natürlich, das bringt uns Wachstum als Land, oder? Ja, aber man muss immer sagen, welches Wachstum? Und das hat Rainer Eichenberger jetzt ja Studien gemacht und hat jetzt aufgezeigt, dass eigentlich der Lebensstandard abgebrochen auf die einzelne Person eben nicht so gewachsen ist, wie sie hätte sollen, wie im Vergleich zu der Zuwanderung. Das heisst, und wir haben immer mehr einen dichten Stress. Also wenn ich von der Ostschweiz da auf Bern komme, dann bin ich in überfüllten Zügen oder in überfüllten Strassen unterwegs. Die Wohnungsmiete, die Wohnungsnot in der Stadt ist ein Riesenproblem. Also es gibt ganz viel, wo da sich überall tut, das Problem. Oder die ganze Energieproblematik. Ich meine, wir sparen Strom ein, eine grosse Kampagne vom Bund. Jedes Kilowattstunde zählt. Aber eigentlich all unsere Bemühungen werden über die ganze Zuwanderung gerade wieder wettgemacht. Du hast gesagt, die Umsetzung von der Masseneinwanderungsinitiative, Eichenberger oder auch, es gibt auch liberalere Varianten, so er redet immer von einer Zuwanderungssteuer. Wie tönt das für dich? Also, dass jemand, der in die Schweiz käme, müsste er oder seine Firma, die ihn holt, müsste irgendetwas abliefern. Und so könnte man dann vielleicht die Steuern für die, die da sind, senken oder so. Wie tönt das?
Ja, wir haben ja das in unserem neuen Parteiprogramm auch als Variante oder als Forderung drin. Ich kann das grundsätzlich unterstützen, aber ich finde, man muss es auch mit Vorsicht angehen. Natürlich, dass für gewisse Wirtschaftszweige, die, sage ich, auf Arbeitskräfte, zum Beispiel im Gemüsebau, die sind ja angewiesen auf Erntehelfer, zum Beispiel aus dem Ausland. Dort sind die Löhne nicht so hoch, um das abzulegen. Also dort habe ich natürlich, ich glaube, man müsste dann, wenn man so etwas macht, müssen wir das sehr gezielt machen und schauen, dass es eben wirklich die angewiesen sind, und wo man weiss, ja, da gibt's kein inländisches Potenzial, dass man die auch anders behandelt als die, die eigentlich den Weg des geringsten Widerstands gehen und einfach im Ausland gehen, rekrutieren. Mhm. Jetzt Zuwanderung ist ja nicht nur EU-EFTA-Zuwanderung via Personenfreizügigkeit, sondern ist auch der ganze Asylbereich und seit einem Jahr der Schutzstatus S-Bereich. Das ist grösser als der andere, das ist ja sonst irgendwie umgekehrt. Was geht dort ab? Ich meine, die rekordhöhe Zahlen, SEM warnt jetzt schon, dass es das Jahr wieder einen Rekord wird geben. Nicht 24'000, sondern 27'000 Asylgesuche in diesem Jahr. Und vom Schutzstatus redet man gar nicht mehr so fest. Was passiert da? Also die ganze Asylthematik, das zeigt mir eigentlich, dass die Asylpolitik in der Schweiz, aber in ganz Europa, ist eigentlich gescheitert. Es funktioniert so nicht. Unsere Asylgesetze sind gemacht worden, überhaupt nicht, dass so viele Leute überhaupt in die Schweiz oder auf Europa zuwandern. Das Dublin funktioniert ja überhaupt nicht. Ich meine, zu uns kommen, in die Schweiz kommen Leute, die über mehrere sichere Dublin-Staaten gereist sind. Wir haben dann eine illegale Sekundärmigration innerhalb von Europa. Also, ich bin der Meinung, da muss man grundsätzlich überbüchen. Man muss das Asylsystem grundsätzlich überarbeiten. Und man muss sich halt wirklich überlegen, dass man nur noch außerhalb von Europa, kann, wenn überhaupt, Asylgesuche stellen. Und zwar die Leute, die an Leib und Leben bedroht sind. Und denen muss man auch vor Ort helfen. Aber im Moment haben wir ja hauptsächlich Wirtschaftsmigranten. Mhm. Also, die Unterscheidung ist halt wahnsinnig schwierig. Und am Schluss, das ist durch das Problem. Wer als Wirtschaftsmigrant in die Schweiz kommt und sein Gesuch wird abgelehnt. Wenn er aus einem Land kommt, wo es wirklich schwierig ist, dann kann man ihn auch nicht zurückschaffen, oder? Am Schluss bleibt er eben gleich da. Ja, aber dann ist ja... Was willst du machen, um das zu lösen? Ich glaube, dort ist ja der wichtige Ansatz, ist all die, die dann nachher in unserem Sozialstaat haften bleiben, dann muss man wirklich Massnahmen machen, um die wieder zurückzuschieben. Wenn sie sich da in der Schweiz integrieren und einen Beitrag leisten, einen Job haben und sich gut integrieren, dann kann ich noch damit leben. Mhm. Aber wir wissen ja, die Sozialhilfequote von Leuten aus Afrika ist weit über 30%. Das ist einfach ein Problem. Teilweise noch höher, also wie Eritreer 80-90%. Das kann ja nicht sein, dass die da in die Schweiz kommen und dann auf unsere Kosten da leben. Mhm. Und das ist das, was die Leute und die Bürgerinnen und Bürger einfach so ein bisschen unter den Nägeln brennt. Es kann nicht sein, dass die am Morgen aufstehen, einen Job machen, schauen, dass sie ihr Leben selber verdienen können, dass die eigentlich schlechter gestellt werden als die nebenzu, die gar nichts tun. Ich finde es noch verrückt, weißt, weil das so im, halt in diesen Kreis, also in diesen medialen, politischen, hier in diesem Haus auch, oder? Weißt, wird das viel weniger diskutiert als, ich wohne auch ein bisschen auf dem Land. Das wird einfach viel mehr diskutiert. Dort. Und da kommt immer behauptet, oder, das ist halt, es hat ja dort eh viel weniger Ausländer als in der linksgrünen Stadt. Also ist es nur ein Problem von dieser komischen Landbevölkerung, die halt eh komisch ist. Oder? Nein, aber auf dem Land. Also ich wohne ja noch viel mehr auf dem Land. Ich wohne ja wirklich fast dort, wo sich, Fuchs und Hase, wie man sagt. Genau. Aber bei uns ist eben noch so, man kennt einander, man weiss, wer wo wohnt. Man schaut auch noch aufeinander. Und es regt einem natürlich dann auf, wenn man sieht, ich gehe jeden Morgen arbeiten. Ich schaue eben, dass ich meine Familie selber durchbringen kann, wenn nebenzu jemand ist, wo bis um 11 Uhr schlaft und nichts dazu beiträgt. Das ist das, was die Leute hässig macht auf dem Land. Und in der Stadt ist es halt einfach anonymer. Vielleicht weiss man eigentlich gut, es wäre in der Stadt auch, man würde ein bisschen mehr zueinander schauen. Es ist halt auch, wie soll ich sagen, die Lebensform auf dem Land, so wie wir uns organisieren, eigenverantwortlich, die ist natürlich mehr bedroht als in linksgrünen Städten, wo sie eben schon weg ist, die Art und Weise. Ja, dort ist es ja selbstverständlich, dass der Staat dann schaut. Genau.
Manchmal eine Kritik, jetzt auch nach der Zürcher Wahlen, die SVP hat in der Stadt verloren, auf dem Land hat sie ein bisschen gewonnen. Ist ein bisschen so, ja, die SVP hat die Stadt wie aufgegeben oder so. Was ist denn euer Angebot für Leute, die in der Stadt wohnen oder in der Agglomeration? Wieso sollen sie SVP wählen im Oktober? Also wir sind die, die für die Sicherheit stehen und die Sicherheit auch gewährleisten. Wenn ich habe Bilder gesehen, letzten Samstag in der Stadt Zürich, da hat es mir Angst gemacht, dass ich ganz viele unbescholtene Gewerbetreibende haben einfach ihre Läden zerstört worden. Genau, sind die Krawall gewesen dazu. Das ist etwas. Und wenn man da einfach, also linksgrün, tut ja einfach zuschauen, tut überhaupt nicht eingeschritten, tut die unbescholtenen Gewerbetreibenden überhaupt nicht beschützen. Wir sind auch die, die schauen, dass sich alle Frauen und Männer, und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit auch können, überall in der Schweiz frei bewegen. Das kannst du ja heute nicht mehr. Weder in St. Gallen noch in der Stadt Zürich. Da musst sogar überall in St. Gallen? Ja. In der Stadt St. Gallen gibt es fast jedes Wochenende jetzt Berichte von irgendwelchen Schlägereien von Jungen, die abgeschlagen werden. Mhm. Und da müssen wir Massnahmen ergreifen. Wir sind die, die da Massnahmen ergreifen. Wir sind wirklich, die Sicherheit ist bei uns eine der wichtigsten Prioritäten. Und zwar die Sicherheit der Leute. Aber auch die Versorgungssicherheit. Versorgungssicherheit mit genügend und bezahlbarem Schweizer Strom, die Versorgungssicherheit mit genügend Nahrungsmitteln. Das ist, glaube ich, unsere ganz wichtigen Kernthemen. Und das andere ist die Freiheit. Die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger, dass sie ihr Leben so leben können, wie sie wollen, die Familie sich so organisieren, wie sie wollen, dass jeder die Ausbildung machen kann, die er oder sie will, und Freiheit und die Unabhängigkeit von unserem Land. Mhm. Ich glaube, die SVP, wir haben die Rezepte, wir haben eigentlich die wir immer schon hatten, die sind aktueller denn je. Und wie geht das jetzt? Machst du eben Wahlkampf in St. Gallen? Eben, du hast wahrscheinlich viel Kontakt mit Leuten auf der Straße oder so. Natürlich mit Leuten, die sowieso vielleicht ein bisschen SVP, aber auch mit anderen, oder? Du gehst wirklich, hast vorher erzählt, fast jeden Abend bist du irgendwo. Wie läuft das? Wie kommt das an bei den Leuten? Jetzt gerade auch vielleicht, wenn du in einer Agglomeration oder in der Stadt St. Gallen bist oder irgendwie so. Also die Leute schätzen sehr, dass man zulässt. Ich finde, das ist immer wichtig. Politik muss auch mal den Leuten zulassen. Ich finde, es ist nicht immer so, dass wir in der Politik, wir wissen es immer besser. Manchmal muss man auch mal zulassen und dann analysieren und dann Massnahmen ergreifen. Ich merke, dass leider viele Leute sich irgendwo abgewendet haben in den letzten Jahren. Von der Politik? Von der Politik, okay. Vom Staat. Enttäuscht. Von den Medien? Von den Medien auch, ja. Auch von den Medien. Sie sind enttäuscht. Ja. Was die letzten zwei Jahre, finde ich, hat doch bei vielen Leuten recht Gräben hinterlassen. Also so Pandemie oder so? Ja, Pandemie, und zwar in vielfältiger Form. Ich glaube, dort müssen wir auch noch mal einen Schritt auf all die Leute zugehen. Wir müssen ihnen zulassen und wir müssen die Probleme der Leute ernst nehmen. Und das ist eines meiner grossen Anliegen und das ist das, was ich jeden Tag mache, wenn ich draußen bin. Und wie soll ich sagen, wie holt man denn die zurück? Also weißt, wie macht man's? Alle reden jetzt nach der Zürcher Wahlen von Mobilisieren. Die SVP hat das gesagt, aber auch die Grünen haben das gesagt, sie müssen besser mobilisieren. Die Grünen-Liberalen haben das gesagt. Der Thierry Burkhardt für die FDP hat das gesagt. Ja, was machst du denn, wenn jemand sagt, ja, von der Politik erwarte ich nichts mehr oder so? Meine, ist noch das ist eigentlich ja dramatisch. Wie viel? Etwas 30% haben. 35 sind also gegangen, 35, ungefähr, glaube ich. Ja. Also, oder alle vier Jahre und 35% gehen wählen. Wahrscheinlich bei den nationalen Wahlen wird es dann ein bisschen höher sein. Und wir müssen den Leuten wieder das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit von der Politik zurückgeben. Was ich eben auch ganz viele Reaktionen bekomme, dass die Leute frustriert sind, dass man Volksentscheid nicht unbedingt ernst nimmt. Zum Beispiel auch der Volksentscheid über die EID, merke ich, das ist bei ganz vielen Leuten ganz gut. Das ist die elektronische Identität. Das Volk hat das relativ sehr klar abgelehnt. Und das Parlament hat ja nichts Besseres gewusst, als sofort das wieder auf eine andere Variante. Man will es gerade wieder umsetzen. Und das kommt bei den Leuten nicht gut an. Okay. Sie finden, sie nehmen das einfach wahr, man nimmt ihren Volksentscheid, ihren Willen nicht ernst. Dort müssen wir wirklich, also das ist mir ein grosses Anliegen, dass wir da dran arbeiten. Alle Politiker und Politiker, da sind wir alle gefordert, egal welche Partei, müssen das Volk ernst nehmen. Das ist wichtig in einem Wahljahr. 2023 ist so ein Wahljahr. Esther Friedli, danke vielmals für den Besuch. Danke vielmals für den wahnsinnig guten Wein. Ihr müsst entschuldigen, wir essen das Blättchen schon noch ein bisschen. Keine Angst, aber während wir reden, ist eigentlich nicht so gut gegangen. Das ist schwierig. Also,
Der Versuch ist ein bisschen gescheitert. Ich habe ein bisschen Wein getrunken, genau. Mehr als du. Ja, aber wenn euch das gefallen hat, dann drückt einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da, erzählt das weiter, dass es ein gutes Gespräch war. Den Link kann man verbreiten, man kann den Kanal abonnieren und das Glöckchen kann man noch drücken, dass man kein einziges Video verpasst, wenn wir wieder mal so einen tollen Wein haben aus einer tollen Weinregion. Danke vielmals, eine gute Zeit und auf Wiedersehen.